Eine Joggerin hat am Morgen die Polizei alarmiert. Sie glaubt, dass eine Frau gegen ihren Willen festgehalten wird. Haben Sie uns gerufen? Sie sagten, Sie haben Hilferufe gehört? Ja, ganz eindeutig. Sie kam von hier, von einer Frau. Hören Sie? Die verzweifelten Hilferufe kommen aus dem Kellerraum eines heruntergekommenen Schuppens. Da ist wirklich jemand. Gott sei Dank. Schau mal, wie ich sie da rausholen kann. Ganz ruhig. Wir holen sie da gleich raus. Wie heißen Sie? Marlies. Marlies Fichtner. Fichtner? Sie sind doch die Frau, die damals auf dem Weg zum Fitnessstudio spurlos verschwunden ist. Ja. Das ist 2 Jahre her. Wer war das? Wer wohnt hier? Adam Reimer. Okay, um den werden wir uns gleich kümmern. Und Sie bringen wir ins Krankenhaus. Okay. Polizei, kommen Sie, ich bringe Sie hier raus. Erst 2 Jahre nach ihrem spurlosen Verschwinden wurde Marlies Fichtner heute gefunden. Im Krankenhaus will Kriminalhauptkommissar Bernd Reuter das Entführungsopfer befragen. Guten Tag, Frau Fichtner. Hallo, wer sind Sie? Mein Name ist Bernd Reuter, Kriminalpolizei. Ich habe gerade eben mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Er meinte, dass es Ihnen körperlich ganz gut geht. Ja, bis auf ein paar Schürfwunden an meinen Armen von den Fesseln. Sie seien ein bisschen unterernährt. Hat Ihnen Herr Reimer nicht genug zu essen gegeben? Nein, das kann ich nicht behaupten. Aber ich hatte in der Situation oft keinen Appetit. Ja, wir haben versucht, Herrn Reimer zu finden, vergeblich. Wissen Sie vielleicht, wo er sich aufhält? Vielleicht ist er spazieren. Das macht er mehrmals die Woche. Aber wo genau, weiß ich nicht. Keine Sorge, wir werden ihn schon finden. Der Arzt meinte zwar, es gibt keine äußerlichen Merkmale, aber ich muss Sie das trotzdem fragen. Ist der Entführer auf irgendeine Art und Weise zudringlich geworden? Nein, nie. Dann verstehe ich nicht, warum die Entführung überhaupt stattgefunden hat. Es gab ja auch keinerlei Lösegeldforderung. Also, ich glaube, Adam war sehr einsam. Wollen Sie damit sagen, er hat Sie nur entführt, weil er Sie als Gesprächspartner gebraucht hat? Zumindest hat er mich jeden Abend oder fast jeden Abend ins Haus geholt. Und da haben wir dann gemeinsam ferngesehen. Manchmal sollte ich ihm auch etwas vorlesen. Und ich sollte ihm halt im Haushalt zur Hand gehen. Ja, ich habe mir Ihre Akte angesehen. Sie sind verheiratet und haben eine Stieftochter. Das ist richtig. Mein Mann hat sie in die Ehe mitgebracht. Ihr Mann hat sie vor 2 Jahren als vermisst gemeldet. Sie sind ins Fitnessstudio gegangen und dort nie angekommen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Es hat geregnet und ein Auto hielt an. Der Fahrer, Adam, hat mich gefragt, ob er mich ein Stück mitnehmen kann. Und dann bin ich eingestiegen. Und dann sind wir losgefahren und plötzlich ist er in einen Waldweg eingebogen. Ich habe mich noch gewundert, was er da will. Und dann hat er mir auch schon ein Tuch über Mund und Nase gedrückt mit Betäubungsmittel. Ist das der Mann? Ja, das ist Adam. Also ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren. Alles Weitere werden wir dann besprechen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Nach Hause? Ja, zu Ihrem Mann und Ihrer Stieftochter. Nein, das geht nicht. Also, ich meine, es gibt da etwas, was ich Ihnen noch nicht gesagt habe. Und dabei geht es um ungeheuerliche Anschuldigungen, die Marlies gegen ihren eigenen Mann Stefan erhebt. Als die 35-Jährige am Nachmittag in Begleitung der Polizei zu ihrer Familie kommt, freut sie sich nur darauf, ihre Stieftochter wiederzusehen. Mensch, Rebecca, bist du groß geworden? Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Du lebst. Herr Fichtner, würden Sie bitte Ihre Tochter ins Haus bitten? Rebecca, geh doch mal ran, deck den Tisch her. Hey, was ist denn los? Du Mistkerl. Marlies. Fass mich nicht an. Was ist denn hier nicht gefahren? Herr Fichtner, kennen Sie einen Adam Reimer? Ja, flüchtig. Ist mir ein paar Mal über den Weg gelaufen. Der wohnt außerhalb und kommt nicht auf den Ort. Wieso? Hat er was mit der Entführung zu tun? Hat er Marlies entführt? Ja.
Aber Herr Reim hat Ihrer Frau gegenüber behauptet, dass Sie ihn mit der Entführung beauftragt haben. Was? Tu doch nicht so! Du hast ihn dafür bezahlt, dass er mich aus dem Weg räumt. Das hat er behauptet und du glaubst ihm das etwa? Ja, er hat mir das Geld gezeigt. Ein Umschlag mit 20.000 Euro. Da war mein Name drauf, oder wie? Ich glaube nicht, dass du mir das zutraust. Sie müssen ihn festnehmen. Noch gibt es keinen Anlass dazu, aber wir können in Ihrem Haus Hinweise finden, die darauf schließen, dass Sie Herrn Reimer mit der Entführung beauftragt haben. Stimmen Sie einer Hausdurchsuchung zu? Ja, aber ich möchte bitte meine Anwältin dabei haben. Das werde ich Ihnen sowieso geraten haben. Bereits eine Stunde nach Stephans Anruf kommt Rechtsanwältin Simone Dahlmann am Haus von Familie Fichtner an. Während die Polizei in den Räumlichkeiten noch nach belastenden Hinweisen gegen den Ehemann des Opfers sucht, beteuert der 37-Jährige vehement seine Unschuld. Ich habe mit der Entführung nichts zu tun. Sonst hätte ich doch niemals zugelassen, dass diese Hausdurchsuchung stattfindet. Können Sie sich denn vorstellen, warum der Entführer, dieser Herr Reimer, Sie gegenüber Ihrer Frau bezichtigt? Der lügt. Ich verstehe nur nicht, warum sie ihm das glaubt. Sie war 2 Jahre in der Gewalt dieses Entführers. Möglicherweise hat ihr Urteilsvermögen da etwas gelitten. Ich würde mir keine allzu großen Sorgen machen. Solange es keine handfesten Beweise für ihre Beteiligung gibt, haben sie erstmal nichts zu befürchten. Aber wie mache ich denn meiner Frau klar, dass ich die Wahrheit sage? Geben Sie ihr Zeit. Haben Sie ein bisschen Geduld mit ihr. Vielleicht beruhigt sie sich wieder, wenn sie all das verarbeitet hat. Und, haben Sie etwas gefunden? Nein. Als nächstes würden wir gerne Ihre Telefonverbindung überprüfen. Nur aufgrund der Aussage einer offensichtlich verwirrten Frau? Wissen Sie was? Machen Sie doch einfach, was Sie möchten. Dann sehen Sie vielleicht selber, dass es Schwachsinn ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Haus des Entführers auch durchsucht wird. Die Kollegen sind schon auf seinem Hof. Und? Hat seine Befragung irgendwelche Hinweise darauf geliefert, die Verdächtigung meines Mandanten rechtfertigen würden? Er wurde noch nicht befragt. Wie bitte? Weil wir ihn erst vor 5 Minuten aufgegriffen haben. Er war spazieren. Die Kollegen werden ihn also sicher gleich befragen und auch sein Haus auf den Kopf stellen. Und wir beide müssen uns später noch darüber unterhalten, wie es um Ihre Ehe bestellt war. Was würden Sie denn wissen? Wir haben gestritten, manchmal wie in jeder normalen Ehe auch. Aber sonst war einfach nichts Weltbewegendes. Hey, wir waren glücklich. Lassen Sie uns später darüber reden. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zum Hof des Entführers. Ich will sehen, dass ich bei seiner Befragung dabei sein kann. Dann kann ich mir gleich ein Bild über den Stand der Ermittlungen machen. Wo kann ich Sie denn gleich finden? Ich glaube, dass es erstmal besser ist für Marlies, wenn sie alleine ist und wenn ich weg bin. Ich werde jetzt zu Bekannten ziehen. Und überlasse Marlies und Rebecca erstmal das Haus. Das halte ich für eine gute Idee. Ein bisschen Abstand tut Ihnen bestimmt allen gut. Bis später. Ich kann die Sachlage noch nicht richtig einschätzen. Sollte sich der Verdacht gegen Stephan Fichtner bestätigen, würde das auf Anstiftung zu einer schweren Freiheitsberaubung hinauslaufen. In diesem Fall würden ihm bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe drohen. Ich will deshalb erstmal mit dem Verdächtigen, Adam Reimer, sprechen. Dem Mann, der meinen Mandanten bezichtigt hat. Mal sehen, ob er bei seiner Aussage bleibt. Genau wie der Ehemann von Marlies Fichtner streitet auch der mutmaßliche Entführer rigoros ab, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Ich habe niemanden entführt! Die Frau war hier bei Ihnen eingesperrt. Außerdem hat das Opfer Sie identifiziert. Wen wollen Sie hier also für dumm verkaufen? Hallo, Dahlmann. Guten Tag, Herr Kommissar Bernd Reuter. Ich bin die Rechtsanwältin von Herrn Fichtner und Sie müssen Herr Reimer sein. Hat Herr Fichtner etwa behauptet, dass ich seine Frau für ihn entführt habe? Nein. Haben Sie denn? Nein! Natürlich streitet auch Herr Fichtner das ab. Und Herr Reimer hier hat keine Ahnung, wie die Frau gefesselt in seinen Schuppen gekommen ist. Dabei hat er sie vor 2 Jahren als Anhalterin mitgenommen, als es geregnet hat. Hm? Und hat sie in seinem Auto betäubt. Ich habe die Frau weder in meinem Auto mitgenommen, noch habe ich sie betäubt. Und ich habe sie auch nicht 2 Jahre lang hier gefangen gehalten. Aber wer hat Frau Fichtner dann in ihre Scheune gesperrt? Und warum behauptet sie, dass Sie das waren? Das sollten Sie lieber Sie fragen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Sagen Sie mal, leben Sie hier ganz alleine? Ja. Andere Menschen können mir gestohlen bleiben. Und wovon leben Sie? Ich baue ein bisschen was an. Obst und Gemüse. Mehr brauche ich nicht. Ab und zu verkaufe ich davon auch was. Und was ich gar nicht brauche, ist eine Frau in meinem Haus. Und Sie ernähren sich nur von Obst und Gemüse? Ich bin Veganer. Nichts vom Tier. Haben Sie ein Problem damit? Hier, dieses Geldbündel habe ich im Schlafzimmer gefunden. 5.000 Euro. Versteckt unter einem losen Dielenbrett. Das ist nicht von mir. Ich habe keine Ahnung, wie das da hinkommt. Ach, hören Sie doch auf. Ich sage Ihnen, woher das Geld stammt.
Das ist der Rest von den 20.000, die Sie von Herrn Fichtner vor 2 Jahren bekommen haben, weil Sie seine Frau haben verschwinden lassen. Ich kenne doch den Fichtner nur vom Sehen. Wie das da hinkommt, weiß ich nicht. Ach ja? Warum haben Sie dann vorige Woche mit ihm telefoniert? Wir haben Fichtners Telefonverbindungen überprüfen lassen. Das Gespräch hat 5 Minuten gedauert und war letzten Mittwoch gegen 15 Uhr. Ich habe nicht mit dem Fichtner telefoniert. Ich habe noch nie mit dem Fichtner telefoniert. Ich habe telefoniert letzten Mittwoch, aber nicht mit dem Fichtner, sondern mit einer Frau von den Stadtwerken. Ja, klar. Ja, ja, und das kann ich beweisen. Ich hatte Besuch. Da war ein Mann da, der wollte mal einen Hof kaufen. Ein Herr Frank. Also schön. Und wo finde ich den Mann? Ja gut, danke, dann weiß ich Bescheid. Ja, alles klar, danke. Das war der Arzt, der Marlies Fichtner untersucht hat. Da sich Adam Reimer nur vegan ernährt hat, müsste auch die entführte Marlies Fichtner vegan ernährt worden sein. Das hätte sich unter anderem an ihren Blutwerten ablesen lassen müssen. Zum Beispiel an einem Mangel an Vitamin B12, das nur in tierischer Nahrung vorkommt. Interessanterweise konnte der Arzt bei der Untersuchung nichts dergleichen feststellen. Lügt sie also? Die Anwältin will der Ehefrau ihres Mandanten auf den Zahn fühlen und stattet ihr am nächsten Morgen einen Besuch ab. Ja, kommen Sie gerne rein. Aber ich habe wenig Zeit. Ich muss aufräumen. Rebecca und ich haben gerade erst gefrühstückt. Aber nehmen Sie gerne Platz. Danke. Tut gut, mal wieder was Ordentliches zu essen, oder? Also, Adam hat mich ja nie hungern lassen. Also, das kann ich ihm wirklich nicht vorwerfen. Ich meinte jetzt eher die Wurst, weil Herr Reimer doch nur Obst und Gemüse isst. Ach so, Nein, das hat mich eigentlich nie gestört. Außerdem hatte er so Tabletten mit Vitaminen zum Ausgleich. Aber Sie wollen mich doch jetzt hier nicht aushorchen, oder? Ich meine, immerhin sind Sie die Anwältin meines Mannes. Ich will Ihnen wirklich nichts Böses. Ich möchte nur die Wahrheit herausfinden. Warum sind Sie denn so überzeugt davon, dass Ihr Mann Ihre Entführung in Auftrag gegeben hat? Ich meine, immerhin glauben Sie einem Entführer mehr als Ihrem eigenen Mann. Dafür muss es doch einen Grund geben. War Ihre Ehe wirklich so glücklich, wie Ihr Mann behauptet? Oder gab es da Probleme? Nicht mehr als in jeder anderen Ehe auch. Das hat Ihr Mann auch gesagt. Aber welchen Grund soll er dann gehabt haben, Sie entführen zu lassen? Was meinen Sie, wie oft ich mich das in den letzten 2 Jahren gefragt habe? Ich meine, Zeit zum Nachdenken hatte ich ja nun wirklich mehr als genug. Dann noch am selben Ort. Immer mit der Gefahr, dass Sie entdeckt werden. Liegt es da nicht viel näher, dass Herr Reimer Sie belogen hat? Keine Ahnung. Aber Adam hatte überhaupt keinen Grund, mich zu belügen. Ich meine, er hat mich immer gut behandelt, also für einen Entführer. Und er hat mir den Umschlag mit dem Geld gezeigt. Da waren 20.000 Euro drin. Das sei das Geld, das mein Mann ihm für die Entführung bezahlt hat. Warum redest du so einen Müll? Papa würde sowas nie tun. Süße Rebecca, ich weiß ja, dass du so denkst. Aber ich fürchte, dein Vater wollte mich loswerden. Das wundert mich nicht, aber doch nicht so. Was meint sie damit? Ich weiß es nicht. Wir hatten früher so ein gutes Verhältnis. Aber seitdem ich zurück bin, verstehe ich sie einfach nicht mehr. Was ich nicht verstehe, wenn Herr Reimer Sie doch so gut behandelt hat, den Umständen entsprechend, und Ihnen sogar manchmal die Fesseln abgenommen hat, warum haben Sie da nicht die Gunst der Stunde genutzt und versucht zu fliehen? Weil er mir unmissverständlich klargemacht hat, dass er dann meiner Tochter etwas antun würde. Entschuldigung. Dahlmann? Hallo, Frau Dahlmann. Stefan Fichtner hier. Ich bin bei der Polizei. Die haben die Fingerspuren auf dem Geldumschlag überprüft, der in der Wohnung des Entführers gefunden wurde. Und die gehören zu mir. Ich kann mir das nicht erklären. Wie bitte? Ich komme sofort. Die neuen Beweise gegen Stefan Fichtner untermauern die Aussage seiner Ehefrau. Die Schlinge um den Hals des 37-Jährigen zieht sich immer enger zu. Ich habe dem Mistkerl aber kein Geld gegeben. Na, jedenfalls hält die Staatsanwaltschaft die Beweislast für erdrückend. Sie sind vorläufig festgenommen und können sich schon mal auf U-Haft einstellen. Kann ich kurz mit meinem Mandanten unter 4 Augen reden? Vielleicht können Sie ihn ja zu einem Geständnis bewegen. Also ich muss ihm leider recht geben. Die Beweislast ist mittlerweile erdrückend. Sie glauben mir also auch nicht?
Doch, aber es würde mir wesentlich leichter fallen, wenn Sie mir all das hier erklären könnten. Adam Reimer wurde von Ihrem Festnetzanschluss aus angerufen. Und jetzt finden sich auch noch Ihre Fingerspuren auf dem Umschlag mit der vermeintlichen Bezahlung für die Entführung. Es gibt aber keine Erklärung. Dazu noch die Aussage Ihrer Frau. Dass Adam Reimer die Entführung nicht zugibt, das kann ich ja nachvollziehen. Aber dass Ihre Frau Ihnen sowas zutraut. Haben Sie mir irgendwas zu sagen? Ich habe meine Frau nicht entführen lassen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Gut, dann bleibt mir nur noch, mit dem zuständigen Haftrichter zu reden, um ihm wenigstens die Untersuchungshaft zu ersparen. Danke. Ach, noch was. Ich war vorhin bei Ihnen zu Hause. Da hat Ihre Tochter etwas gesagt, das hat mich stutzig gemacht. Sie meinte, dass sie verstehen könnte, wenn Sie froh wären, Ihre Frau loszuwerden. Hä? Ach, wieso sagten die sowas? Okay, dann muss ich Ihre Tochter Rebecca das später wohl selber fragen. Ich melde mich. Bis später. Guten Tag, Thomas Frank. Ich soll eine Aussage machen wegen dem Entführungsfall. Okay, ich kümmere mich darum. Ich komme gleich wieder zu Ihnen. Dankeschön. Guten Tag, Dahlmann ist mein Name. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich habe gerade mitgehört. Ich bin Rechtsanwältin und mit dem Fall vertraut. Sie sind doch derjenige, der bei Adam Reimer war, wegen des Kaufs seines Hofs. Ja, ich habe ihm ein Angebot gemacht, aber er hat abgelehnt. Ich bin Unternehmer und gerade auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein Wellnesshotel. Wann war das? Letzte Woche Mittwoch? Um wie viel Uhr? Ja, zwischen 14 und 15 Uhr. Haben Sie da mitbekommen, ob der Herr Reimer während Ihrer Anwesenheit einen Anruf entgegengenommen hat? Nein, also daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also wir haben die ganze Zeit über den Hof gesprochen. Schade. Herr Frank, kommen Sie bitte mit. Es war mein Vergnügen. Wiedersehen. Simone Dahlmann will mit der Tochter ihres Mandanten sprechen und fängt die 16-jährige Rebecca im Park ab. Rebecca, dein Vater hat mir gesagt, dass du hier nach der Schule immer vorbeikommst. Ich darf doch du sagen? Klar. Ich würde mich gerne mal alleine mit dir unterhalten. Es geht um deine Stiefmutter. Sollen wir ein paar Schritte gehen? Okay. Sag mal, bist du eigentlich froh darüber, dass deine Stiefmutter wieder zurück ist? Natürlich. Ich hatte nämlich nicht den Eindruck und deine Stiefmutter ehrlich gesagt auch nicht. Natürlich bin ich froh, dass sie wieder frei ist. Aber wir sind auch ganz gut ohne sie klargekommen. Und was sie da behauptet, dass mein Papa die Entführung in Auftrag gegeben hat. Ganz ehrlich, das würde Papa nie tun. Aber warum glaubst du dann, dass er sie gerne los wäre? Du kannst es mir wirklich sagen. Ich will deinem Vater doch nur helfen. Okay, aber Sie dürfen das nicht weitererzählen. Versprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Marlies hat meinen Papa betrogen. Kurz vor ihrem Verschwinden habe ich sie in einem Café gesehen. Zusammen mit einem anderen Mann. Und die haben sich auf den Mund geküsst. Hast du das deinem Vater erzählt? Klar, aber der wollte nichts davon wissen. Der hat deine Stiefmutter nicht darauf angesprochen? Mm-mm. Er meinte nur, dass er Marlies vertraut. Und dass ich ihr nicht hinterher spionieren soll, obwohl ich das gar nicht getan habe. Und wann war das genau? So circa 2 Wochen, bevor sie entführt wurde. Kannst du den Mann beschreiben, den du da mit ihr gesehen hast? Nee, keine Ahnung mehr. Das ist ja schon 2 Jahre her. Ich muss jetzt auch mal los, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Okay. Tschüss und danke.